Hörst du mich überhaupt? Ja, ich höre dich auch frei. Hallo, hallo. Herzlich willkommen wieder bei GrubiTV, unserem Heimkinokanal. Wir machen <laughs> das jetzt mal eben kurz so. Mein lieber Holger, du bist jetzt hier mit mir gesund und munter in Österreich angekommen. Und hast hier direkt etwas gefunden, was eine gewisse Erinnerung bei dir wieder hervorruft? Sensationell. Wir sind hier bei unserem Kunden Marcel in der Nähe von Bregenz am Bodensee auf der, in Österreich. Und Marcel ist genau wie ich ein alter IT-Nerd und Computerspieler. Und hier mit über 400 Spielern, mit PC, äh, Spielen, mit PC und allem drum und dran von 1982 bis 2005 ist natürlich mein Herz sofort höher geschlagen. Sensationell, sowas muss ich mir auch noch irgendwie aneignen, dass ich so mal die ganz alten Spielhallen-Klassiker aus den 80er und 90er Jahren spielen kann. Also das fand ich schon extrem beeindruckend. So, aber wir gehen jetzt mal nach hinten hier zurück, weil ja. wir haben nämlich einen Raum hier, der natürlich auch mal wieder, wie das so heutzutage üblicherweise ist, im Keller für nichts zu gebrauchen war, außer natürlich fürs Heimkino. Für ein schönes Heimkino. So ist es. Und dieser genau. Raum ist hier. Wir sind also in einem Raum, der, ja, so aussieht, wie er bei vielen aussehen könnte. Richtig. Das hier ist ein ganz normaler Kellerraum in einem ähm, Reihenhaus oder einer Doppelhaushälfte und hat mit den Maßen 3,80 m x 6,40 m einen sehr großen, ja, ein sehr großes Volumen. Aber sowas findet man ja häufiger in den Räumen. Und da ist der Marcel im letzten Jahr, Sommer 2022, auf uns zugekommen mit dem Wunsch, sich hier ein Heimkino einrichten zu wollen und hat dann mit uns alles besprochen, die Planung durchgegangen, die Optik, die Akustik, wie viele Sitzplätze er haben möchte. Und das ist dann das geworden, was der Frank und der Eugen im Mai 2023 dann gebaut haben. In zehn Tagen, wie immer. Ja, die können auch elf, ne? Aber das war in dem Fall nach zehn Tagen zu aller Zufriedenheit perfekt zusammengestellt. Genau, genau. Also es dauert einfach ein bisschen länger, wenn man die Decke abhängt oder wenn der Raum noch größer ist. Das heißt, wir bauen zum im September ein Kino, da sind wir dann drei Wochen dran. Das ist einfach eine etwas andere Dimension. Aber so die normalen Räume ist man zwischen neun und elf Tagen, ist man dann. Gut mit dabei. Der Raum war auch ziemlich leer, Da war nichts irgendwie großartig vorbereitet, ganz im Gegenteil. und dann wurde hier in dem Fall ähm, ja die ganze Holzkonstruktion alles wieder reingesetzt und ähm, das kennt ihr ja ehrlicherweise auch aus vielen dieser Videos. Insoweit würde ich gerne mal eben den Augenmerk unter anderem auf die Lautsprecher und auf deine Tätigkeit, die du heute Vormittag hier gemacht hast, nachdem du mit Schweizer Schokolade versorgt worden bist. Ja aber das ist jetzt eine große Irrtum. <laughs> Diese internet mehr werde ich auch nie mehr los. Der Einzige, der Schokolade gegessen hat, war der Patrick, war Ach, der Logitech. Piep, piep, piep. So, also, das heißt, du hast da oben einen Lautsprecher, den wir schon dreimal erwähnt haben. Der wird sich nennen wie? Erzählen. Das ist ein Lautsprecher von der Firma Sachs, einem Direktvertrieb hier, der in Deutschland sitzt. Und der Kunde hatte sich 15 von diesen Lautsprechern. Gekauft. jetzt 10 Chris 5 dazu oder wie? Ja, fast so. Also vom Preis-Leistungsverhältnis wird das schon ungefähr hinkommen. Ja. Und ähm, das war dann sein Wunsch, diese hier erstmal einzubauen. Ähm, irgendwann ist auch mal ein Upgrade auf Mac Audio geplant, aber Stand jetzt war das erstmal der Status quo. Und den haben wir natürlich gerne umgesetzt und haben 15 gleiche Lautsprecher von diesen Sachs-Lautsprechern hier verbaut. Jetzt muss man fairerweise sagen, wir zeigen das auch gleich von der Technik, die werden momentan nicht alle verwendet, sondern wir haben ja. jetzt hier eine Kombination von sieben unten und vier oben. Genau, also wir haben zwar alle acht Lautsprecher verbaut, wie die der Marcel auch hatte, aber der von ihm aktuell verwendete neue Marantz Cinema 50 kann halt nur elf Lautsprecher ansteuern und somit sind die Top Middles und der Center High und der Voice of God momentan noch nicht in Betrieb, sind aber schon mit angeschlossen und verkabelt, so dass wenn jetzt irgendwann mal ein Update ansteht, dann auf ein größeres Modell von Maranz oder Dennon oder auch was ganz anderem vielleicht im Franzosen, dass dann hier die Lautsprecher schon gleich eingebaut und verkabelt sind. So, ähm, du hattest also heute Morgen das Vergnügen, obwohl er schon vorsichtig angefangen hat reinzuhören in den letzten Tagen, weil das Ganze ist ja im Mai, glaube ich, war das, ne? Genau, Ende Mai ist das Kinofern. Dass er schon mal vorsichtig mal reinhörte. Allerdings hast du gerade gesagt, lass bitte das Subwoofer-System aus, weil genau. das kann auch zur Not mal richtig knall machen, wenn man das falsch eingestellt äh, zum ersten Mal abruft. Also im Prinzip ist ja die Dynacord gar nicht eingestellt, wenn Frank und Eugen hier sind, um das Kino zu bauen. Das bedeutet, die Subwoofer sind zwar richtig angeschlossen, sind auch getestet, dass alles richtig funktioniert, aber die Dynacord an sich ist noch nicht eingestellt. Und man muss halt einige Grundeinstellungen machen, damit sie in dem richtigen Betriebsmodus ist. Und deswegen empfehle ich den Kunden immer, die Dynacord auszulassen, bis ich dann zwei, drei, vier Wochen später da bin zum Einmessen. Okay, so und ähm, dann hatten wir das Erlebnis. Du hast heute eingemessen, musstest so ein paar Sachen, der Charakteristik des Lautsprechers ehrlicherweise berücksichtigen? Genau, genau. Also ähm, der Hochton war, wenn man jetzt sehr laut gehört hat, war der Hochton klein bisschen aufdringlich. Aber das konnte man dann mit den Bordmitteln des marans auch sehr gut in den Griff bekommen, so dass wir jetzt hier nach der Einmessung, nach der mehrstündigen Einmessung dann wirklich einen homogenen, sehr umhüllenden und im Bassbereich mit dem Single Bass Array auch sehr druckvollen ähm, was halt hier erreicht haben. Du bist immer so freundlich, war ein wenig aufdringlich. Hast aber schön gewählt. Ja, man möchte ja auch keine anderen Unternehmen, Marken oder Produkte schlecht reden Nein, will man ja auch nicht. Und genau. hast du das Bestmögliche herausgeholt. Genau. Okay. Aber da sind wir wieder bei dem Beispiel. Das hättest du auch nur gehört, wenn du dir vor Ort eben entsprechend bist. Da hätte ja auch keine Zahl auf irgendeinem Rechner was angezeigt. Von also extern. Genau, also die Messung sah schon relativ ähm, gut aus. Aber wenn man dann hier sitzt und einfach mal sehr laut hört, also wirklich mit 80, 85 dB plus Headroom, dann merkt man einfach, dass der Hochton ein bisschen anfängt zu komprimieren. Er wird dann nicht mehr ganz sauber und das muss man einfach hören, damit man es dann auch entsprechend ein bisschen reduzieren kann. Also, Einmessung gemacht, dann kam er mhm. dazu, hat sich das angehört und hatte ein Grinsen wie Joker, würde ich mal behaupten. Weil ähm, das hat er nicht ja. erwartet, denn er hat morgen Abend die Bude voll. Da ist irgendwie die halbe Firma und ja. er hat auch schon die richtigen Filme zur Seite gelegt. Genau, Bullet Train will er dann gucken ähm, und dazu dann ähm, Speed Night. und Dark Knight, genau. So, aber ja, das war genauso. Er hat ja vorher die Anlage nur uneingemessen gehört und das heißt natürlich out of the box mit der Maranz ist das natürlich kein fairer Vergleich, weil dann einfach auch die Pegel nicht stimmen, die Laufzeiten nicht stimmen und das haben wir aber jetzt alles dann gerade alles richtig eingestellt. Lass mich raten, bester Platz hier in der Mitte. Das genau, ist richtig. Referenzplatz. Wir sind wie weit entfernt von der Leinwand und wie breit ist die Leinwand? Die Leinwand ist 3,20 Meter breit und wir sitzen auch 3,20 Meter entfernt. Ich habe das Gefühl, also mittlerweile kann man ganz klar sagen, es ist Standard, eine 1 zu 1 Verhältnismäßigkeit zu haben, Bildbreite ja. zum Sitzabstand. Genau, obwohl wir jetzt hier auch eine 16 zu 9 Leinwand haben. Ähm, passt das trotzdem? Also von daher alles gut, hat hier wunderbar funktioniert. Und auf, wie heißt das so schön, auf hm, 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 Breite haben wir es auch hinbekommen, was den Abstand angeht, Beamer zur Leinwand und wenn man dazwischen sitzt, dass es haarscharf über die Haare weggeht. Genau, das war ja natürlich auch wichtig, dass gerade wenn man jetzt in der zweiten Reihe sitzt, ähm, dass man die Köpfe der ersten Reihe nicht sieht. Also das passiert wirklich auf wenige Zentimeter und auch dass natürlich der Beamer das Licht oder die Leinwand ausleuchten kann, ohne dass er hier vor die Köpfe der Zuschauer strahlt. Erzähl mal was zum Beamer. Es ist ein Beamer, den wir so häufig gar nicht hier sehen, obwohl das der meistverkaufteste bei Grobi mhm. ist. Es ist ein das ist ein Epson LS12000 Laserbeamer. Ich selber hatte ihn ja auch in meinem alten Demo-Kino im Schwarzwald noch im Einsatz zum Schluss. Und für mich ist das in dieser Preisregion einfach ein fantastischer Beamer, weil er sehr viel Licht hat, ähm, weil er einfach ein gutes Bild macht. Natürlich geht es immer besser, aber für das, was der Epson kostet, ist das einfach ein hervorragender Beamer. Und ihr habt ihn. Ähm, warum? In, wie muss man? Pass auf, lass uns mal zur Rückseite gehen, weil das war ja noch ein bisschen ja. äh, da auf der Rückwand noch ein bisschen anders als normal, weil du hast ja auch noch da was vorbereitet von der Planung her, weil er sagte, er will vielleicht mal aufrüsten. Wir haben hier diese zwei. Wie will man das bezeichnen? Das sind im Prinzip sind große Bassabsorber ähm, links und rechts, wo auch die Surround Backs und die Rear Heights drin verbaut sind und die sind halt komplett gefüllt mit Dämmmaterial, um in den Raumecken die Raummoden vom Single Bass Array entsprechend zu absorbieren. Aber er hat ja darüber nachgedacht, dass ja er vielleicht irgendwann mal vielleicht auch dort Zapuwa noch unterbringen könnte, möchte. Ähm, ne, also das war jetzt hier erstmal nicht die Überlegung, weil auch die Tür dafür einfach massiv im Weg wäre. Ja. Ein Viertel Raumbreite wäre genau hier in Höhe das der Tür. Rechnerisch nicht das funktioniert nicht genau. Es war aber was anderes angedacht. Eigentlich sollte die Wand komplett durchgezogen werden und der Beamer im Raum noch platziert werden. Aber dann hätte man hier so wenig Durchgang gehabt und wir hätten es auch nicht schmäler bauen können. Und deswegen haben wir gesagt, okay. Wir setzen den Beamer nach nebenan, machen da oben Durchbruch rein, der hier auch entsprechend verdeckt ist, haben das jetzt hier dann ohne Dämmung versehen, ist nicht ganz optimal für Single-Bus-Array, aber die Raummoden, die jetzt einfach noch da waren, die konnte man entsprechend entzerren, so dass der Bass sich trotzdem druckvoll und präzise anhört. Bedeutet, ähm, dahinter ist ein Raum, wo die ganze Technik untergebracht mhm. ist. Wir hören hier so gut wie gar kein Geräusch, weil da oben ist wirklich, es ist zwar kein Glas drin, aber man hat hier den Bereich freigelassen, den wir brauchen. Und ähm, der Projektor selber wird ja hinten mit einer Logitech noch, ähm, sag mal, mitgesteuert über mhm. den Hub, sodass er da seine Infrarotsignale bekommt. Das ist also auch kein Problem, weil von vorne ist eigentlich der Infrarot. Empfänger etwas abgedeckt. Etwas verbaut, ja. Genau, das heißt, die ganze Technik ist dahinter. Hier kommen eigentlich nur zwei Zuspieler ähm, in Frage. Das eine ist ein Raven, ein mhm. uh, UHD-Player, der 110er. Und das andere ist ein Nvidia Shield, wo hier alles drüber läuft, etc. Genau, gut. Jetzt ist auch noch ein Laptop angeschlossen von Marcel, um hier einfach auch, wenn er ein bisschen was arbeitet, er ist halt in der IT tätig, ähm, hier auch mal was auf dem Beamer zu machen oder ein paar Sachen auszuprobieren. Aber ja, im Prinzip nur zwei Zuspieler. Ja, klasse. Also, mir es gut gefallen. Ich war sehr beeindruckt von dem Ganzen, von, was die Performance angeht, aber auch von dem, was du hier rausgekitzelt hast nach zweieinhalb Stunden Arbeit. Das kann man auch nicht anders sagen. Du bist schon guter. Also, kann man nicht sagen. Oh. Das ist halt die Erfahrung. Und das Single-Bus-Array hat halt hervorragend funktioniert, so dass man hier nicht viel entzerren musste. Also, ja, mit den Möglichkeiten. Verlösbar. Genau, mit den Möglichkeiten, die wir hatten, denke ich, haben wir ein sehr, sehr gutes Ergebnis hinbekommen. Ja, und am meisten ist es immer die Reaktion des Kunden. Kunde wollte jetzt fairerweise, muss man fairer sagen, nicht vor die Kamera, aber alles gut, akzeptiert. Vielen Dank, dass wir uns überhaupt hier austoben durften, dass genau. wir hier versorgt worden sind. Holger, danke nochmal für die Schokolade und dass wir, also hier, <laughs> äh, dass wir das also hier alles mal so zeigen dürfen. So sieht das aus. Das heißt, solche Kinos bauen wir nicht nur in Deutschland, sondern Österreich und anderen Ländern. Und für die Schweiz haben wir auch Kollegen, da könnt ihr uns jederzeit mal darauf ansprechen. Da werden wir auch in den nächsten Wochen, Monaten noch ein bisschen mehr zu erzählen. Da läuft schon einiges im Hintergrund. Genau, und man sieht an diesem Kino auch schön, dass man nicht bei 200.000, 300.000 Euro liegen muss, wenn man ein schönes Heimkino haben will, sondern wir sehen hier, dass wir hier auf einem... Qualitativ guten Niveau, aber doch preislich eher im reduzierten Bereich sind, mit den Lautsprechern, mit dem Beamer, mit der Pure Acoustic Leinwand. Und trotzdem haben wir hier ein überzeugendes Ergebnis und der Marcel wird mit seiner Frau hier und mit seinen Freunden ganz viel Spaß haben in den nächsten Jahren, alle Filme nochmal neu gucken zu können. Er ist übrigens auch ein Star Wars-Fan, kann man auch mal ja. erwähnen. Also das waren wirklich bis jetzt alle, die wir hier auf der Tour bis heute getroffen haben. Bin mal gespannt, wen wir heute Nachmittag noch treffen. Welches der ja mal ein Star Trek-Fan? Ich könnte ja jetzt sagen, wie das WLAN heißt, das WLAN an sich. Dann könnten jetzt alle Besucher durch ganz Österreich fahren und gucken, wo <laughs> sie das WLAN finden. Das Aber wir. das WLAN dann Obi-WLAN Kenobi zu nennen, fand ich schon sehr lustig. Ja, war schon sehr cool. Das war's. Dann das fahren wir war's. Weiter. Genau, dann fahren wir jetzt weiter. Wir räumen alles zusammen und dann geht es zweieinhalb Stunden quer durch die Schweiz nach Frankreich. Kurz hinter die Schweizer Grenze ins Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz. Und dort besuchen wir dann den Lukas mit dem Kino, welches wir letztes Jahr gebaut hatten. Das war wie immer erste, der erste Raum, der in dem Neubau fertig war. Ja, dort wird jetzt eingemessen und dann wird auch dort ein Film gedreht. Aber erstmal müssen wir heile dahin kommen. Zum Glück fahre ich, von daher habe ich da keine Angst. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, wenn ich fahre, bin ich da glücklicherweise etwas entspannter, als wenn ich bei dir nebendran sitze in deinem Ungetüm. Okay, alles klar. Ich verrate nochmal eben, äh, wie war das? Ähm, ich bin nämlich auch noch da. Hallo. Äh, wir fahren übrigens an einer Schokoladenfabrik in der Schweiz vorbei. Vielleicht machen wir auch einen Stopp dort. Bis dann. Ciao. Ciao.